gilt übrigens nicht nur für diese Generation, war immer schon ähnlich, dass in aller Regel unsere Zukunftsvision ganz stark von der Gegenwart abhängt. Die Sommerakademie 2009. Neue Wege denken, aus Erfahrungen konkrete Handlungsmöglichkeiten ableiten und Visionen für Zukunftsszenarien entwickeln. Das Programm war auch in 2009 gefüllt mit anspruchsvollen Themen und spannenden Referenten, unter ihnen der ehemalige polnische Präsident Alexander Kwasniewski und Derek Scott, früherer Wirtschaftsberater von Tony Blair. Die Entscheidungsträger der Zukunft waren zusammengekommen, um im inspirierenden Ambiente von Schloss Steinhöfel nicht nur den ausgewählten Referenten, sondern auch den Herausforderungen der Sommerakademie zu begegnen. Besondere Einblicke und Einsichten inbegriffen. Die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der gemeinsamen Veranstaltung von Bertelsmann Stiftung und Heinz-Nixdorf Stiftung reihten sich nach erfolgreichem Absolvieren der diesjährigen Sommerakademie in den Kreis der mittlerweile über 400 Alumni ein. Die Herstellung und Pflege von Kontakten zu Absolventen, aber auch zu Referenten, stellt dabei einen wesentlichen Aspekt aller Akademien der vergangenen 11 Jahre dar. Frei von gewohnten und begrenzten Wegen im beruflichen Alltag entwickelten die künftigen Entscheidungsträger neue Strategien und Handlungsoptionen für Europa und seine Zukunft. Frankfurt an der Oder und Slubice sind im Hinblick auf Europa und seine Grenzen besondere Orte. Die Städte, ursprünglich eins, sind heute von der deutsch-polnischen Grenze durchzogen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sommerakademie 2009 wurden Frankfurt-Oder und Slubice nicht nur symbolische Orte für das Thema Zukunft der Demokratie in Europa, sondern auch eine Stätte deutsch-polnischer Begegnungen. Das Collegium Polonicum in Slubice ist eine gemeinsame internationale Lehr- und Forschungseinrichtung der Europa-Universität Viadrina auf deutscher und der Adam Mickiewicz-Universität auf polnischer Seite. Hier fand der dritte Programmpunkt der Akademie, Demokratie global, Europas Rolle in der Welt statt. Als Diskussions- und Feedbackpartnerin stand bei der Präsentation der ausgearbeiteten Projekte die ehemalige Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Anregungen und Kritik zur Seite. Ich würde nicht einfach sagen, das war jetzt in der Sommerakademie mal ganz hübsch gespielt, sondern da kann man wirklich die Elemente ihrer Szenarien, was kann man da weiter machen? Die Workshops mit abschließender Präsentation im Collegium Polonicum waren ein Highlight auf der Agenda der Sommerakademie Europa 2009. Diverse Expertengespräche, Vorträge und Workshops waren dem Termin in Slubice vorausgegangen. Hochklassige Referenten hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Woche begleitet und gaben hierbei Denkanstöße zu den verschiedenen Themen von Außengrenzen Europas bis Zukunftsszenario. Eigen- und Führungsverantwortung erkennen und wahrnehmen. Netzwerke ausbauen und pflegen. Die Sommerakademie Europa 2009 entließ nach einer Woche nicht nur 23 zufriedene Teilnehmer. Auch ist es der Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Heinz-Nixdorf Stiftung erneut gelungen, ein Stück Gestaltungsarbeit im Prozess der europäischen Entwicklung zu leisten.